Hola und herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play The Crew. Ich bin der Vasco. Vielen Dank fürs Einschalten und wir reden heute mal, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, über was ganz Interessantes, ein sehr interessantes Erlebnis, das ich letztens hatte. Auch ein sehr schlimmes Erlebnis, das ich keinem wünsche, ehrlich gesagt. Ich hatte einen Unfall, mein allererster echter Unfall praktisch, und ich habe hier auch schon, weil die Kreuzung da vorne ist auch gut, ich habe hier schon eine Kreuzung gefunden, an der wir das perfekt nachstellen können. Was passiert ist, erzähle ich euch jetzt einfach mal. Ich dachte, da mache ich jetzt mal eine extra The Crew-Folge drüber, weil ich das, glaube ich, recht interessant finde und damit vielleicht manche Leute, die sowas noch nicht erlebt haben, auch wissen, was da so dann passiert und ja, was man so machen muss. Und die Stelle hier ist perfekt übrigens. Also, es war letzten Samstag um circa 9.10 Uhr. Da kam ich vom Fitnessstudio nach Hause. Ich sage jetzt einfach mal, das Fitnessstudio ist einfach mal... Die Strecke hier ist echt perfekt, ohne Spaß. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ist natürlich nicht exakt dieselbe Strecke wie in echt, aber so ungefähr. Wir nehmen jetzt einfach mal, dass hier das Fitnessstudio ist. Dieses Haus da. Ich fahre zu nach Hause, so. Es war wie gesagt Nacht, 9.10 Uhr, da mache ich, nein, ich mache hier keinen Unfall in echt, so. Ich war nach Hause über die Landstraße, ich bin ein, hab den Führerschein seit, ich würde sagen, 2 Jahren ungefähr, nicht ganz 2 Jahre, glaube ich. Und fahre also oft sehr vorsichtig. An dem Tag hat es geregnet, Freunde. Das heißt, da fahre ich noch vorsichtiger, wir sind jetzt in der Stadt. Und da fahre ich dann tatsächlich mit 50. Oder es waren ungefähr 50, ob es jetzt 51 oder 52 waren, weiß ich nicht. Oder ob es 49 waren, ich habe keine Ahnung. Aber ich fahre so nach Hause und komme dann an eine Kreuzung. Wenn die Ampel hier grün ist, wir machen heute alles realistisch, dann zeige ich euch das mal. Wir müssen natürlich rechts blinken, da stehe ich schon mal falsch. So, einfach mal hier rechts rüber. So, jetzt wird es interessant, Freunde. Ich fahre hier nicht mit, so, 50, müssen das hier richtig machen. Kann man es hier in dem Spiel genau machen? Mit 50 fahren. Na, schau mal, 40, 41. Naja, geht jetzt nicht um die Geschwindigkeit, so. Ungefähr so. Fahre ich auf die Kreuzung zu. Die Ampel ist grün, da warten wir jetzt mal kurz. In dem Moment, wo ich auf die Kreuzung zufahre, ist sie grün oder springt auf grün. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich, so jetzt, dass ich bei grün drüber fahren konnte, ohne zu bremsen oder irgendwie zu warten. Und jetzt fahre ich geradeaus über die Kreuzung, einfach auf dem Weg nach Hause. War nicht mehr weit weg. Mein Haus ist da nicht so weit weg von. Und Freunde, das ist, wie es laufen sollte. Aber jetzt kommt's. Ich will drüber fahren. Hab natürlich Vorfahrt, weil ich gerade ausfahre. Und ja, meine Ampel ist grün. Jetzt gerade nicht. Aber sie ist eigentlich grün. Das heißt, ich darf gerade ausfahren. Aber, und jetzt zeige ich euch mal kurz, was mein. Was mein Unfallverursacher gemacht hat. Der steht hier. Also, wir simulieren hier einen richtigen Unfall. Das ist voll sau interessant irgendwie. So, wir stehen jetzt hier. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Ja, jetzt müssen wir warten. Der steht. Kann nicht direkt rüberfahren. Das heißt, ich muss warten. Die Ampel ist rot. Denkt sich, boah, ich hab's voll eilig. Ich muss unbedingt drüber. Da waren im Auto ungefähr 5 Leute. Auch ein Kind. Also sehr unverantwortlich. War eine Fahrerin tatsächlich. Ja, ich bin jetzt keiner, der diese Vorurteile... So, da kommt... Da, ich bin der Ding da. Und die biegt einfach ab. Die biegt einfach ab. So, der ist, hat jetzt natürlich pünktlich gebremst, weil er halt nicht so schnell unterwegs war. Ah, die biegt eiskalt ab und in dem Moment steht das Auto noch, schade. Und ich treffe das Auto halt ungefähr, ich würde sagen, warte mal, wir stellen uns nochmal hier rein. Ja, die Ampel ist jetzt mal egal. Der biegt drüber, ich treffe den hier ungefähr, an der Stelle. Und zwar hier seitlich, genau, ich glaube es war, waren 2 Türer, das heißt 2 Türer und 4 Türer. Wir haben hier hinten praktisch noch eine Tür und ich treffe, glaube ich, genau zwischen die 2 Türen oder hinteren Bereich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo in den hinteren Bereich voll getroffen. Der fährt dann halt hier weiter, parkt hier gleich. Ich habe, als ich gefahren bin, gleich auf so ein Nummernschild geschaut. Nicht, dass er einfach wegfährt. Parkt hier und ich treffe halt hier mit... Palm, Einschlag und dann fahre ich halt auch hier irgendwo so rechts rüber, Warnblinkanlage an. Und fertig. Das war der Unfall, Freunde. Und der Schaden laut Zeitung, das stand tatsächlich in der Zeitung, 3.800 Euro auf beiden Autos, glaube ich. Also bei mir war, bei unserem Auto war vorne die Stoßstange jetzt von euch aus gesehen links verformt ein bisschen. Nummernschild abgeflogen, verschrammt. Aber mein Vater, der hat das
bisschen, ja, provisorisch fixen können. Also es war wirklich nicht schlimm. Der Einschlag, das war, wie gesagt, ich bin halt, ich kann es nochmal darstellen, wie ich da gefahren bin. Mit 50. Oh, jetzt kommt sogar die Polizei hier. So, und dann hier Vollbremsung. Aber wie in dem Spiel, so schnell geht das nicht. Vor allem nicht in einem, es hat geregnet, also weil die Strecke war nass. Das heißt, ich kam da nicht sofort zum Stehen und bin dann halt reingerauscht. War ein ziemlicher Schock für mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man realisiert das gar nicht so. Man fährt rein, reagiert sofort, fährt rechts ran, Warnblinkanlage an, steigt aus. Dann bin ich gleich hin und hab gesagt, Alter, warum fahrt ihr da einfach drüber, ne? War für die Polizei dann ganz klar, die haben die Polizei angerufen, war noch recht nett, also die waren, ja, recht nett, erst haben mir sogar ihr Handy geliehen, weil ich hatte keins dabei, und da konnte ich meinen Vater anrufen, der dann kam, und ja, mit denen noch ein bisschen geredet hat. Es hat sich ja festgestellt, dass sie doch nicht so nett waren, zumindest der eine Typ nicht, der dann behauptet hat, ich wäre viel zu schnell gewesen, und Alter, das ist einfach so traurig, die haben behauptet, ich wäre mit 65 unterwegs gewesen. Nee, die haben behauptet, dass ich gesagt hätte, ich wäre mit 65. Das ist noch viel schlimmer. Die haben behauptet, ich hätte gesagt, dass ich mit 65 gefahren bin. Was ich definitiv nicht gesagt habe. 65 sind... Also... So ungefähr. Und... Bremsung. Ja. Aber wie gesagt, so schnell wie in dem Spiel bremst natürlich kein 1er BMW. Ja, und was ich auch noch sagen muss. Man könnte ja... Tatsächlich war das ja eine sehr knappe Sache. Also, ich wäre fast dran vorbeigekommen. Also, das Auto wäre fast dran vorbeigekommen. Wenn es nicht so schnell unterwegs war, wäre. Wenn es noch schnell unterwegs wäre, logischerweise. Und ich langsamer unterwegs wäre. Das Ding ist halt, ich zeige es mal kurz. Ich stelle mich mal hinter den da. Wie das halt dann aussieht. Oder wie das halt normalerweise bei einer Kreuzung so abläuft, wenn man Linksabbieger ist. Na. So. Ich will links abbiegen. Keiner bleibt hier vorne stehen. Die meisten fahren so ein bisschen vor, bis hier ungefähr, warten dann und biegen dann halt ab. Hier ist, was ist das denn auf der Straße? Und biegen dann ab. Und in diesem Moment weißt du halt nicht, fährt der jetzt, also bleibt der hier stehen, fährt der jetzt hier vor und bleibt hier stehen oder zieht das durch und fährt gleich rüber. Das ist halt der Moment, wo man sich nicht sicher ist. Und da, wie gesagt, 99% stehen bleiben, bin ich halt hier gefahren. Nicht mit einem Camaro, bin ich ja die gefahren. Und dann auf dem Weg hier, ja, denkst du halt noch, ja okay, der bleibt jetzt stehen, oder? Und dann ist so, oh fuck, der bleibt nicht stehen, Vollbremsung und pack dagegen. Die Polizei kam dann, wie gesagt, und ich fahr jetzt mal hier ein bisschen weiter, wir fahren schon mal ein bisschen zur nächsten Mission. Jetzt habe ich euch ja alles richtig geil beschrieben. Wir können, glaube ich, Performance tunen schon irgendwo da unten, ne? Ja. Alter, das ist ganz schön weit, bis nach Miami, leck mich am Arsch. Cool. Können wir hier, was ist das? Sehr geil. Was haben wir hier noch? Ich glaube, da gibt es Luxuswagen, habe ich zumindest gehört. Naja. Ja, die Cops kamen dann. Ein sehr erfahrener Cop, so wie es aussah, der schon so ein bisschen gelangweilt war. So, wieder ein Unfall. Okay, da sind die Schuldigen und so weiter. Der wusste wirklich sofort, nachdem beide Parteien das halt erklärt haben, letztendlich, dass die schuldig waren. Also, du darfst die Vorfahrt einfach nicht missachten. Der die Vorfahrt missachtet, ist 100% schuldig. Und ja, für den Cop war die Sache sofort geklärt. Da war noch so ein unerfahrener Cop dabei, so ein recht junger, der aber recht cool drauf war. Und ja, der hat eine schöne Geschichte geschrieben. Ich habe ihm dann nämlich alles erzählen müssen. Also wie viel Uhr das war ungefähr, wie ich, ja, was ich gemacht habe, wie es zum Unfall kam. Das muss man alles halt so, müssen die halt aufschreiben. Er hat das sehr ausführlich gemacht. Quetsche dich durch die Tore. Und hast ja gut gemacht und ja, ich werde jetzt nicht, ja, beikommen. Ach komm, scheiß auf die Tore. Und die haben zum Glück das auch ehrlich beschrieben, es kam zumindest so vor, ich weiß nicht, vielleicht haben sie im Protokoll gesagt, wir wären mit, keine Ahnung, 100 unterwegs, was allerdings nichts zur Sache getan hätte, weil man es nicht beweisen kann und vor allem die Dellen viel zu klein waren, also... Man kann ja durch die nasse Strecke und so, gibt es keine Bremsspuren. Es gibt ja auch so bei ABS fast keine Bremsspuren. Bedeutet, man kann nicht feststellen, wie schnell ich letztendlich unterwegs war. Jetzt muss man so schnell wie möglich fahren. wir können es, wenn dann, am Schaden merken, aber der war halt viel zu gering. Die hatten halt eine Delle, die recht groß war, aber überhaupt nicht, ja,
nicht jetzt, das Auto war nicht zerstört. Also es war einfach nur eine Delle. Es war auch keiner verletzt, Gott sei Dank, was ich sehr, ja, natürlich gut fand. Es war, wie gesagt, ein Kind dabei, ich weiß nicht, wie alt die war. Sehr unverantwortlich von den Fahrern, von der Fahrerin. Muss man auch ganz ehrlich so sagen, also man fährt nicht einfach mal so über eine Kreuzung, auch nicht, wenn es Nacht ist und auch nicht, wenn es regnet. Weil, wie gesagt, da kann man erst ganz schlecht bremsen bei Regen, wisst ihr ja. Ja, war wie gesagt mein allererster Unfall, hoffentlich auch mein letzter. Den ich, ja, zum Glück nicht verursacht habe. Also, ich bin wirklich sehr vorsichtig bei sowas. Ich passe sehr auf. Ich bin keiner, der jetzt überschnell fährt. Ich fahre eigentlich, vor allem wenn es regnet, immer sehr... altes Auto, ne? Sehr vorsichtig. Nicht wie jetzt hier in The Crew, wo ich einfach mal hier jeden ramme. Aber es gibt halt Leute, die meinen, sie müssen es unbedingt ganz, ganz schnell machen. Und ganz schnell nach Hause. Und ganz schnell zur Arbeit. Und ganz schnell irgendwo hin. Das ist so mein größtes Problem mit den deutschen... Verkehr. Es ist sehr stressig, finde ich, auf deutschen Straßen. Autobahnen ist meiner Meinung nach Horror. Also ich hasse Autobahnen. Vielleicht bin ich es einfach nicht gewohnt. Ja, aber... Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich frage mich halt auch immer, ob Gewöhnung so das Richtige ist. Ja. Naja, das ist halt die Sache. Das ist echt... Ihr müsst mal in Amerika, wenn ihr da Auto fahrt, ganz andere Welt. Also da fährt man richtig gechillt. Alles, die sind alle sehr... Ja, wie soll man das sagen? Die Amis sind sehr nett im Verkehr. Also, die warten, die... Ja, es funktioniert einfach dort, es flutscht einfach. Es gibt ja auch die Regel, wenn irgendwie alle, wenn man eine Kreuzung kommt oder so, oder wenn alle, mehrere gleichzeitig an die Kreuzung kommen, dass der als erstes dort ankommt, als erstes drüber fahren darf. Ich glaube, so ungefähr war die Regel. Das funktioniert einfach, das wäre in Deutschland undenkbar. Ist halt echt schade. Also hat sich halt so eingebürgert, das Ganze. Ja. Naja, ich pack das ja gar nicht, wenn welche hinten an der... am Heck kleben, weil sie es so eilig haben und unbedingt zeigen wollen, wie eilig sie es haben. Das geht mir so auf den Sack. Warte, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier, irgendwo in diesem Fabrikgelände. Aha, da ist ein Autoteil. Geil. Sehr gut. Hot Rod, irgendwas. Aber vor allem in solchen Situationen, da helfen auch nicht die schnellsten Reaktionen. Damit sowas rechnet man einfach nicht. Man rechnet nicht, dass jemand eiskalt links abbiegt. Da rechnet man nur, also... Man braucht halt wirklich so eine Zeit, bis man realisiert, Alter, der macht das wirklich und bleibt jetzt nicht irgendwie stehen oder so. Ich bin auch gar nicht zum Hupen gekommen, weil den Reflex habe ich nicht und vor allem auch nicht die Schnelligkeit, da noch die Hupe zu finden, das bringt ja auch nichts. Deswegen bremsen auf jeden Fall. Wenn es eine knappe Sache ist, dann hupe ich natürlich. Ja, wenn der andere schon wegfahren ist, dann wird nochmal hinterher gehupt, um zu zeigen, dass es knapp war, um zu zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben und das nächste Mal bitte nicht mehr machen sollen. Aber, ja, so habe ich halt reagiert. Ich weiß nicht, ob man es besser machen könnte. Vielleicht hätte man mir ausweichen können. Alter, das wollte ich nicht riskieren. Und das kann ich auch nicht. Ich habe mir echt mal überlegt, so ein Fahrsicherheitstraining zu machen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Weil damit kann man vielleicht solche Situationen auch ganz gut unbeschadet schaffen. Ich will jetzt keinen Slalom fahren. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich... vor allem bei diesem rutschigen Untergrund. Am Ende kommt man noch auf die andere Straßenseite und knallt dann frontal gegen ein Auto. Das ist ja auch nicht so geil. Der Unfall ging wirklich recht gut davon. Also da sind die anderen recht gut davon gekommen. Aber was hier halt echt... da hat sich mein Vater auch ultra aufgeregt, wenn dann die Leute plötzlich lügen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Wissen, dass sie Schuld haben, aber wollen halt das nicht bezahlen, wollen es nicht einsehen, wollen... Keine Ahnung. Wollen die Schuld einfach auf andere schieben. Und ja, schieben es einfach auf mich. Also, dass ich viel zu schnell gefahren bin und so weiter. Und Leute, glaubt mir, auch wenn ich mit 100 gefahren wäre, die Straße war, das war sichtbar, dass ich da komme. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie um eine Kurve ging oder so, dass ich um die Kurve geschossen kam oder dass da irgendwas deren Sicht verdeckt hat oder so. Nee, das war ganz klar zu sehen, dass ich da ankam.
Und wie gesagt, ich war nicht schnell. Ja, war ein heftiges Erlebnis. Will ich nicht wieder erleben. Wie gesagt, das war ganz schön kacke. Das Schlimme ist halt bei solchen Situationen, ich muss mich da jetzt wahrscheinlich erstmal wieder einfinden ins Auto fahren, weil man da echt geschockt wird. Also, man fährt einfach rum und es kann halt immer passieren, dass irgendwer nicht aufpasst, irgendwer einfach rücksichtslos ist, irgendwer denkt, er kann mit seinem Auto noch über die Kreuzung kommen, mit seinem Schrottauto. Das war, ich weiß nicht, was das für ein Auto war, auf jeden Fall kein schnelles Auto. Wäre schneller gewesen, wäre drüber gekommen, aber das Risiko ist viel zu groß und bitte tut das nicht. Also falls ihr schon Führerschein habt, auffassend lieber langsamer fahren. Es ist vielleicht nicht cool und es macht vielleicht auch nicht so viel Spaß, aber ihr werdet, also ich glaube, wenn man selber einen Unfall baut und aber jemand verletzt wird, also das vergisst man sein Leben lang nicht. Das werfe ich mir auch immer vor Augen. Also stellt euch mal vor, ihr macht einen Unfall und jemand kommt dabei sogar ums Leben. Alter, das ist... Also ich weiß nicht, ob man das verarbeiten kann oder so. Da kommt natürlich darauf an, wie der Unfall entstanden ist, aber wenn man selber hundertprozentig schuld dran ist, weil man, einfach eine Vorfahrtsstraße übersieht und irgendwen umfährt, das wird man nie vergessen. Und, naja, man zerstört halt damit mit so einem scheiß Leben, aber es ist halt... Ja, deswegen ist halt Autobahn bei mir immer so eine Sache. Ich mag's lieber. Auch das Thema, das machen wir in der nächsten Folge, glaube ich. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Thema Autobahn. Beziehungsweise Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin ja kein großer Freund von 200 km/h rumfahren. Ich bin eher einer, der... Kann ich mal ganz kurz hier teasern, das Thema. Schau ich mal das an, ja? Moment, ich stehe jetzt hier und habe ein geiles Auto und gebe damit Gas. Dieser Moment der Beschleunigung... Bis auf 100, 120, 130 ist der geile Moment. Das macht Spaß. Ja, mal richtig schnell beschleunigt, wenn man in den Sitz gedrückt wird, wenn es einfach richtig abgeht. Aber irgendwann, wenn man so mit... Na, warte, wir fahren jetzt hier einfach mal mit 200. So 200 ungefähr. Man merkt das irgendwann nicht mehr. Man fährt einfach 200. Und da kann mir keiner erzählen, dass es mehr Spaß macht, schnell zu fahren. Also ich meine, das ist halt nur... Ja, so ein bisschen rauschmäßig kann man... Ja, das könnte ich ein bisschen nachvollziehen vielleicht. Aber irgendwann, vor allem wenn man ein gutes Auto hat oder so ein Luxusauto, so ein Bentley oder so, also da sitzt du ja drin und merkst gar nichts davon. Da fährst du einfach 200 und es kommt dir vor, als würdest du 50 fahren. Das ist ja langweilig. Meiner Meinung nach ist das Geile, am Auto fahren, mit einem guten Auto zu fahren, ist das Beschleunigungsfeeling. Und okay, man kann natürlich auf 200 beschleunigen, aber das Geile ist doch dieses von 0 auf 100 oder von 50 auf 100, aber von 150 auf 200, das ist ja nur noch so, ja, das ist irgendwie langweilig. Also ich finde das langweilig. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Unfall hattet oder daran beteiligt wart, ob ihr ihn gesehen habt und wie das so für euch war, ob ihr da auch so ultra, ja, auf Adrenalin wart oder so. Ich war da echt nervös, ohne Spaß. Musste mich danach erstmal aufs Sofa setzen und wieder runterkommen, weil, ja, war schon krass. Aber noch viel schlimmer fand ich eigentlich die Reaktion der Leute. Die Fahrerin hat, wie gesagt, nur am Anfang, als er ausgestiegen ist, gesagt, ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Man hat's gemerkt, sie hat's eingesehen. Eigentlich haben es alle eingesehen. Alle, die in diesem Auto saßen, wussten, sie haben einen Fehler gemacht. Oder halt, ja, alle wussten, dass die Fahrerin einen Fehler gemacht hat. Und dass ich unschuldig bin. Aber dann kam mein Vater und hat denen halt nochmal sagen wollen, ja Leute, macht da jetzt kein Ding draus. Wir wissen, dass ihr schuld seid, ihr wisst es, lasst es einfach klären. Und dann kam die plötzlich gecheckt, scheiße, wir müssen alles selber zahlen, wir sind schuld. Was heißt selber zahlen? Ich meine, die Versicherung wird das sowieso übernehmen bei denen. Vielleicht müssen sie, keine Ahnung, 10% zahlen oder so, mein Gott. Das meiste wird die Versicherung übernehmen. Sie kriegen halt eine Anzeige, das ist scheiße. Aber die kriegen sie so oder so, egal ob sie mich jetzt vor Gericht zerren wollen und nochmal, wie gesagt, irgendwie versuchen wollen, das Ganze, ja... Alter, voll die Frame-Drops gerade. Zu umgehen, das wird nicht funktionieren. Das weiß jeder, das wissen die Cops, haben sie auch so gesagt. Das Ding ist eindeutig. Und ja, Freunde, das war meine kleine Geschichte über meinen allerersten echten Autounfall, der recht gut, ja, glimpflich, was heißt glimpflich, es ist ja was passiert, aber noch recht harmlos war, Gott sei Dank. Und da bin ich raus. Schreibt mal in die Kommentare, wie gesagt, was eure Erlebnisse waren, das würde mich wirklich interessieren. Lese ich mir auch alles durch, wie immer. Ich lese mir sowieso jeden Kommentar durch und antworte darauf. Und dann bin ich raus. Vielen Dank fürs Einschalten und schönen Tag noch. Ciao.